Wir beginnen mit dem Punkt 61, Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Aktuelle Stunde, fipronil-belastete Eier, Bienensterben und Artenverlust. Hessens Antwort ist die regionale bäuerlichen ökologische Landwirtschaft, 195191. Das Wort hat die Frau Kollegin Feldmeier. Bitte sehr. Wer war denn hier zuletzt dran gewesen? Herr Präsident, meine Damen und Herren! Masse statt Klasse, wachsen oder weichen. Egal, welches Motto man nimmt, wenn wir so agieren in der Landwirtschaftspolitik, dass immer mehr, immer schneller, immer billiger produziert werden muss, dann geraten wir in eine Sackgasse. Und diese industrielle, hochspezialisierte Produktion von Nahrungsmitteln führt eben dann auch zu Problemen wie einem Verlust an Arten, Bienensterben oder zeitigt auch Lebensmittelskandale wie aktuell Fipronil in Eiern. Bei Fipronil in Eiern muss ich sagen, hier ist mit krimineller Energie, soweit wir jetzt wissen, vorgegangen worden von einem Dienstleistungsunternehmen, das das verbotene, in der Nutztierhaltung verbotene Mittel Fipronil zur Desinfektion beigemischt hat, einem erlaubten Mittel. Und ganz klar müssen wir hier feststellen, Fipronil hat in Lebensmitteln, hat in Eiern nichts verloren. Und auch hier sind die Landwirte wieder einmal die Leidtragenden, denn diese Lebensmittelskandale führen eben auch zu einem Imageproblem in der Landwirtschaft. In Hessen haben wir eine neue Richtung eingeschlagen in der Landwirtschaft, der die ökologische, die ressourcenschonende und die regionale Landwirtschaft fördert. Denn Landwirtschaft und gesunde Umwelt bedingen sich gegenseitig, meine Damen und Herren. Die Landesregierung Priska Hinz hat einen Ökoaktionsplan auf den Weg gebracht, der bereits Früchte trägt. Seitdem der Ökoaktionsplan ins Leben gerufen worden ist, sind schon 300 neue Ökobetriebe in Hessen dazugekommen. Und die Fläche, die in Hessen ökologisch bewirtschaftet wird, ist um rund 17.000 auf 95.000 Hektar angewachsen. Damit ist Hessen führend beim Ökolandbau im Vergleich mit den anderen Bundesländern. Und man sieht, es lohnt sich in Hessen, Biobäuerin oder Biobauer zu werden. Im Wetteraukreis als eine Modellregion für den Ökolandbau sieht man besonders gut, wie ich finde, dass sich in Hessen in Sachen ökologische und nachhaltige Landwirtschaft etwas getan hat. Selbst hier in der Wetterau, wo die Böden so fruchtbar sind und es daher wenig finanzielle Anreize gibt, ökologisch zu wirtschaften, hat sich etwas getan. Kampagnen wie in der Wetterau rennt die Biosau, Umweltarbeit auf Biohöfen, die Vernetzung aller Akteure vom Erzeuger bis zum Verbraucher und letztendlich der Zuwachs an Biobetrieben, ja, die Kampagne heißt so, von 37 auf 47 in knapp 2 Jahren im Wetteraukreis zeigt, es funktioniert. Und wenn man es in der Wetterau schafft, wo der Boden so gut ist, dass man angeblich aufpassen muss, wenn man den Finger in den Boden steckt, dass er nicht anwächst, wo es sich kaum lohnt, auf Bio umzustellen, kann man zu Recht mit Frank Sinatras Liedzeile leicht abgewandelt sagen, if you can make it there, you can make it everywhere. Also, die Ökomodellregionen sind schon jetzt ein Erfolg, wie man beispielhaft am Wetteraukreis sieht. Und ich freue mich schon auf die Auswertung und die Erfahrungen, die für ganz Hessen nützlich sein werden. Denn darum geht es ja bei den Ökomodellregionen. Aber auch die Unterstützung und Förderung der regionalen Landwirtschaft in Hessen ist wichtig. Das geschieht unter anderem mit der Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen oder mit dem Biosiegel Hessen. Hier werden Erzeuger und Verbraucher zusammengebracht. Und gerade in Zeiten von Lebensmittelskandalen wie dem aktuell mit Fipronil in Eiern gibt es eine immens große Nachfrage nach regionalen Produkten, denn da weiß man, wo es herkommt. Und am besten aus bäuerlicher Landwirtschaft im wortwörtlichen Sinne. Bei Fipronil will ich aber auch sagen,
Man ist nie und in keiner Produktionsform 100% davor gefeit, vor Betrug und vor schwarzen Schafen. Doch die Erfahrung zeigt auch, dass dies eher dort vorkommt, wo Masse statt Klasse produziert wird. Und auch deshalb setzen wir uns für bäuerliche, regionale und ökologische Landwirtschaft in Hessen ein. Meine Damen und Herren, wir alle wissen nicht erst seit dem Film More Than Honey, wie wichtig die Bestäubungsleistung von Bienen ist. Rund 80% aller Bestäubungspflanzen benötigen sie, um Früchte auszubilden. Und deshalb hat Hessen eine Bienenkampagne ins Leben gerufen, wo Imker, Landwirte, Bürgerinnen und Bürger zusammen mitmachen. Und nach Auskunft des Hessischen Bauernverbands haben sich bereits 150 zusätzliche landwirtschaftliche Betriebe bereit gefunden, Blühstreifen anzulegen. Und ich finde, hier sieht man ganz gut, es funktioniert zusammen die konventionelle, die ökologische Landwirtschaft. Man kann zusammen etwas auf den Weg bringen, ohne Scheuklappen und ohne ideologischen Hintergrund. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Schluss, Herr Präsident. Wir haben die Richtung in der Landwirtschaftspolitik geändert, denn es geht um etwas. Es geht nämlich nicht mehr und nicht weniger um die Existenz der nachfolgenden Generationen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollegin Wildmeier. Das Wort hat der Abg. Lenders, Jürgen Lenders, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das finde ich ja schon bemerkenswert bei der Aktuellen Stunde, dass die Frau Kollegin die ganze Zeit über die Ökolandwirtschaft und die regionale Landwirtschaft gesprochen hat und die konventionelle Landwirtschaft gerade einmal im Abgesang noch mit einem Wort erwähnt hat. Meine Damen und Herren, gestern Abend war der Hessische Bauernverband hier, und alle haben sich vor die Landwirte gestellt und haben gesagt, wie wichtig die Landwirtschaft ist. Und Sie sagen dann, es soll da keine Scheuklappen geben. Aber Ihre ganze Rede war genau von solchen Scheuklappen geprägt. Ihre ganze Rede war von solchen Scheuklappen geprägt. Meine Damen und Herren, mit den Fakten hat das leider wenig zu tun, was Sie hier vorgetragen haben. Fakt ist, in Hessen wachsen die Anzahl der Imkerinnen und Imker und damit auch an den Bienenvölkern in den letzten Jahren stetig an. Seit 2009, das ist die Regierungszeit von Schwarz-Gelb, stieg die Zahl der Bienenvölker in Hessen von 48.000 auf heute 57.000. Das sagt übrigens Ihre eigene Ministerin auf ihrer Homepage beim Ministerium. Das ist eine Steigerung, meine Damen und Herren, von fast 19%. Das ist eine erfreuliche Entwicklung. 2009 48.000 Bienenvölker, 2017 57.000. Bei diesen Zahlen von Bienensterben zu sprechen, ist nichts anderes als Panikmache, Alarmpolitik, um Stimmen zu fangen. Meine Damen und Herren, der zweite Punkt. Die haben ja eigentlich überhaupt gar keinen inhaltlichen Zusammenhang. Die Frage Fipronil. Die GRÜNEN behaupten, die Antwort auf den Einsatz von Insektiziden wäre die Biolandschaft, die sie mit Millionenbeiträgen subventionieren. Meine Damen und Herren, das ist ein Mittel, das dazu dient, Milben und andere Insekten zu vernichten und was ausdrücklich eben nicht bei Tieren eingesetzt werden darf, die zur Lebensmittelproduktion dienen. Wer das macht, handelt kriminell. Nichts anderes. Meine Damen und Herren, wir müssen uns dann schon fragen, ob denn in der EU die Kontrollketten wirklich funktioniert haben, ob die Nachverfolgung, welche Mittel eingesetzt worden sind, ob das wirklich funktioniert hat. Ich will gerne zugeben, dass, wenn kriminelle Energie dabei im Spiel ist, man dem kaum ausweichen kann. Aber dennoch ist das ja kein einzelnes Phänomen gewesen, sondern sehr breit angelegt. Und hier müssen wir uns dann schon fragen, ob die Behörden an der Stelle wirklich richtig funktioniert haben und ob die Kontrollmechanismen funktioniert haben. Dem sollte man auf jeden Fall nachgehen.
Aber, Frau Kollegin, Sie haben ja gesagt, das Allheilmittel ist jetzt die Ökolandwirtschaft. Fakt ist, 20%, Frau Kollegin, der Eiercharge, die mit Fipronil belastet sind und aus dem Handel genommen worden sind, sind Bio-Eier. 20% sind Bio-Eier. Jetzt müssen Sie mir einmal erklären, wo da denn der Verbraucher die Sicherheit hat. Sie sehen, das hat überhaupt nichts mit der Erzeugungsart zu tun, sondern mit krimineller Energie. Und da müssen wir gegen vorgehen. Und jetzt noch einmal, Frau Kollegin, weil Sie das am Anfang ja gesagt haben, da geht es um die Artenvielfalt. Meine Damen und Herren, da gibt es die Schlagzeilen, dass 80% der Insekten wegsterben. Da schreibt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, ein Verein von Hobbyforschern in Krefeld ist der wichtigste Zeuge. Meine Damen und Herren, ich komme aus Krefeld. Der Verein gefragt, kann man das übertragen? Ist das überall auf jeden Messstation? Ist das in allen Messstationen so? Da sagt der Verein, nein, meine Damen und Herren, es sind zwei Standorte im Krefelder Naturschutzgebiet Orberucher Bruch. Sie müssen nicht wissen, wo das ist. Ich kann Ihnen nur sagen, genau da bin ich aufgewachsen. Das ist das Gebiet, wo meine Familie herkommt. Und wenn Sie sich anschauen, wo das ist, diese zwei Messstellen, das war ein ehemaliges Sumpfgebiet, das trockengelegt worden ist und für den Wohnungsbau der Stadt Krefeld etwas der. Dass es dort dazu kommt, dass es an zwei Messstellen 80% weniger Insekten gibt, meine Damen und Herren, das überrascht niemanden, weil dort Boden gewonnen wurde. Meine Damen und Herren. Und wer daraus Alarmismus macht, um zu sagen, 80% der Insekten werden jetzt sozusagen vertilgt, und wenn man dann denjenigen fragt, der denn das gemessen hat, und der sagt, also das lässt sich bei weitem nicht übertragen, der ignoriert die Fakten und will Fake News verbreiten und politische Ziele. Herr Kollege Lenders, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir machen damit nicht mit. Vielen Dank. Sehr gut. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat die Frau Abg. Löbe, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Jede Woche, glaube ich, es ist nicht mehr zu toppen im Plenarsaal. Mehr Skurrilität und Absurdität geht nicht. Aber, liebe Kollegen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Sie überraschen mich diese Woche erneut. Ihre Aktuelle Stunde heute, fipronilbelastete Eier, Bienensterben und Artenverlust. Hessens Antwort ist die regionale, bäuerliche und ökologische Landwirtschaft. Diese Begriffe in eine Reihenfolge zu bringen, sogar einen Zusammenhang zu suggerieren und das aktuell zu nennen, ist so absurd wie die Regierungserklärung in dieser Woche. So viel Unsinn ist nur schwer zu ertragen. Die ersten Einzelfälle von Fipronil waren in den niederländischen Behörden bereits Ende 2016 bekannt. An die breite Öffentlichkeit gelangte der Fipronil-Skandal jedoch erst Ende Juli. Vielleicht hätten Sie genau hierzu, Frau Dorn, vielleicht hätten Sie genau hierzu eine Aktuelle Stunde abhalten sollen, um darzustellen, was Sie für die Verbraucherinnen und Verbraucher in Hessen getan haben, außer der Erklärung, Hessens Eier sind sicher. Wie haben Sie sichergestellt, dass belastete Eier nicht in Lebensmitteln weiterverarbeitet wurden und die Produkte nicht in Hessen verkauft wurden? Erst seit Mitte August werden in Hessen Stichproben. Meine Damen und Herren, einen Moment bitte. Ich darf Sie etwas um Ruhe bitten. Jeder spricht, wie er spricht. Hessens Eier sind sicher. Meine Damen und Herren, bitte beruhigen Sie sich wieder. Das Wort hat die Frau Kollegin Löbe. Erst seit Mitte August werden in Hessen stichprobenartig auch Lebensmittel auf Rückstände von Fipronil untersucht. Verstärken Sie umgehend die Kontrollen für Lebensmittel, die Eier enthalten, und veröffentlichen Sie alle Ihnen vorliegenden Fipronil-Testergebnisse. Alle Tiere, die irgendwann auf dem Teller landen oder zur Gewinnung von Lebensmitteln gehalten werden, dürfen nicht mit Fipronil in Berührung kommen.
Dies wurde bereits 2013, also vor Ihrer Regierungsverantwortung, durch die Europäische Union beschlossen und die Substanz in Lebensmitteln verboten. In Deutschland sind sogar Pflanzenschutzmittel mit dem Wirkstoff Fipronil nicht erlaubt. Fipronil wurde in vier Stellen, der Kollege Lenders hat es auch schon einmal angedeutet, in Niedersachsen nachgewiesen. Einmal in ökologischer Erzeugung, zweimal in Freilandhaltung und nur einmal in Bodenhaltung, in Käfighaltung gar nicht. Auch das zeigt, ist es nicht eher so, dass Hessen manchmal nur Glück hat, dass es zuletzt keinen Lebensmittelskandal gab? Fipronil-Eier haben rein gar nichts, überhaupt nichts mit ökologischer Landwirtschaft oder regionalen Produkten zu tun. Kommen wir zum Bienensterben. Bisher hat sich das Umweltministerium nicht klar für den Schutz der Honigbiene ausgesprochen. Obwohl nur die Honigbiene die Bestäubung im Frühjahr, die im Bereich der Landwirtschaft benötigt wird, gewährleisten kann, aufgrund der Anzahl der Honigbienen. Aber was tut das Ministerium konkret zum Schutz der Honigbienen? Was tut es konkret, gerade Sie, Frau Dorn? Wie werden Imker direkt unterstützt? Gibt es Förderprogramme für die Imker? Gibt es einen gesetzlich verankerten Schutz für Belegstellen? Leider bei allem nein. Sie erkennen bisher weitgehend nicht, welche Maßnahmen für einen wirksamen Schutz der Honigbienen dringend ergriffen werden müssen. Es gibt lediglich eine Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Honig in Hessen. Gefördert werden hier nur der Landesverband Hessischer Imker, das Institut für Bienenkunde der Goethe-Universität Frankfurt und das eigene Bieneninstitut Kirchhain des Landesbetriebs Landwirtschaft Hessen. Mehr nicht. Sich blühende Wiesen im Sommer anzugucken, das reicht nicht für den Schutz der Bienen. Und nun nennen Sie in Ihrer Aktuellen Stunde noch den Artenverlust. Nicht einmal auf den Internetseiten des Umweltministeriums zum Artenschutz kann eine Verbindung mit ökologischer Landwirtschaft hergestellt werden. Die Broschüre stoppt den Artenverlust der Landesregierung, stammt noch aus dem Oktober 2009 und musste bisher anscheinend nicht aktualisiert werden. Was ist denn auch Artenschutz in Hessen? Fast ausschließlich die Umsetzung und Ausführung rechtlicher Regelungen und Konventionen im nationalen und internationalen Artenschutzrecht. Und die Verbindung auch hier ohne Scham mit ökologischer Landwirtschaft zu ziehen, ist beachtlich. Gerade der Biodiversitätsbericht, der relativ aktuell erstellt wurde, zeigt, dass es keine Verbesserungen, sondern nur Verschlechterungen im Bereich der Biodiversität gab. Auch da können Sie sich gerne die Pressemitteilung der Umweltverbände anschauen. Die Produktion regionaler Lebensmittel ist vollkommen unabhängig von einer nachhaltigen oder ökologischen Wirtschaftsführung. Industrielle Landwirtschaft kann regional sein, ökologische Landwirtschaft weltweit exportieren. Auch eine bäuerliche Landwirtschaft muss nicht automatisch ökologisch oder sozial nachhaltiger sein als andere Organisationsformen der Landwirtschaft. Und letztlich, wo bleibt bei Ihnen die konventionelle Landwirtschaft? Ihre Verknüpfung nicht zusammenhängender Begriffe zu einer Aktuellen Stunde finde ich fatal. Sehr fatal für unser Land und sehr fatal für die gute Arbeit der Landwirte und Landwirte, egal wie die Ausrichtung des Hofes ist. Gerade der Landwirt des Jahres 2016 aus Roßdorf in Hessen arbeitet konventionell und nicht ökologisch. Ich bitte Sie zum Schluss, halten Sie im nächsten Plenum bitte eine Aktuelle Stunde ab, die das wert ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Löber. Das Wort hat der Abg. Kurt Wiegel, CDU-Fraktion. Bitte sehr, Kurt. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wieder einmal stehen Bäuerinnen und Bauern am Pranger. Wir haben es ja auch schon gehört, 10 Millionen mit Fipronil belastete Eier sind erzeugt und teilweise leider auch in den Verkauf gelangt. Ein Teil davon wurde wahrscheinlich auch konsumiert. Zum Glück waren in Hessen nur wenige betroffen, was auch daran liegt, und Frau Löber, hier sind wir ein bisschen unterschiedlicher Meinung, dass die Untersuchungsämter schnell reagiert haben, umfassend kontrolliert, entschlossen gehandelt und die belasteten Eier entsorgt wurden. Wir haben kriminelle Machenschaften von Einzelnen
die offensichtlich gegen geltende Gesetze verstoßen, indem sie einem zugelassenen biologischen Mittel Fipronil zugesetzt und in Hühnerställen eingesetzt haben. Das ist nicht akzeptabel und wird hoffentlich von den zuständigen Gerichten auch hart sanktioniert. Wir haben deshalb Überschreitungen eines Vorsorgewertes. Zum Glück gibt es wohl keine ernsthaften Gesundheitsgefahren oder Schäden, weil die Grenzwerte sehr niedrig sind und die Eier nachvollziehbar aus dem Verkehr gezogen wurden. Und doch entsteht ein massiver Schaden. Er entsteht den vielen tausend Landwirten in unserem Land und überall in Europa, die ordentliche Lebensmittel produzieren, die sich an eine unfassbare Vielzahl von Vorschriften und Gesetzen halten, die eine gute Ausbildung haben, sich um ihre Tiere und Felder kümmern, die uns mit guten Lebensmitteln versorgen, unsere Kulturlandschaft erhalten und Lebensräume nachhaltig bewirtschaften. Die Landwirte müssen sich wieder einmal rechtfertigen. Sehen Sie sich in einem Skandal ausgesetzt. Die Menschen haben Angst. Sie fragen sich, kann ich noch gefahrlos Eier kaufen und essen? Ich bin es wirklich leid, dass unsere Landwirte unter solchen kriminellen Praktiken leiden müssen. Deshalb will ich sehr deutlich sagen, nein, unsere Bauern verkaufen kein verseuchtes und gesundheitsgefährdendes Essen. Sie sind Garant für gute, gesunde Lebensmittel. Nein, unsere Bauern sind nicht für das Bienensterben verantwortlich. Sie schaffen mit freiwilligen Maßnahmen, gerade aktuell im Rahmen des Programms Bienenfreundliches Hessen, es wurde angesprochen, zusätzliche Lebensräume, weil wir Bauern doch wissen, dass wir ohne natürliche Bestäuber nicht leben können. Nein, unsere Bauern rotten nicht unsere Tier- und Pflanzenwelt aus. Aber, auch das muss man sagen, nur ein gesunder Weizen gibt auch ein gutes, geschmackvolles Brot. Die Landwirte tun sehr viel für den Erhalt von Lebensräumen, weil wir das unterstützen, aber auch vorschreiben über die Agrarpolitik. Wir haben ja die Greening-Vorgaben gemacht. Nahezu jedes Lägenfenster, jedes Feldgehölz, jeder Magerrasen, jede Streuobstwiese, jede Blüh- und Pufferstreifen wird von einem Landwirt angelegt, gepflegt und erhalten. Vieles davon übrigens freiwillig oder im Rahmen von Vertragsnaturschutz. Nicht bewirtschaftete Flächen verbuschen, meine Damen und Herren, das sollten wir uns auch immer im Hinterkopf behalten und werden in der Zeitachse zu Wald. Das ist nicht die Artenvielfalt, die ich mir vorstelle. Ich will es erhalten, dass wir in Hessen vielfältige Strukturen haben. Ich kann nur jeden bitten, geben Sie den Bauern Ihr Vertrauen. Lassen Sie sich nicht erzählen, dass wir Landwirte unsere Tiere schlecht behandeln, die Umwelt, das Wasser verseuchen und die Artenvielfalt zerstören. Gehen Sie zu den Landwirten in Ihrem Dorf. Alle Kollegen, die ich kenne, sind bereit, Besuchern ihren Hof und ihre Methoden zu zeigen. Reden Sie mit diesen Menschen darüber, was sie tun, wie sie produzieren, wie sie schützen und welches Verhältnis sie zu ihren Tieren haben. Dann werden Sie sehen, dass egal ist, ob bio, öko oder konventionell, unsere Landwirte machen gute und wertvolle Arbeit. Meine Fraktion und die Landesregierung steht dazu, sie darin zu unterstützen. Dazu gehört auch, die Berufskollegen in Schutz zu nehmen, wenn es wegen Fehlverhalten einzelner Idioten mal wieder eine ganze Branche belastet ist. Ich werbe dafür, dass die Botschaft ist, die dieses Haus heute an Menschen in Hessen sendet. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kurt Wiegel. Der Ausdruck Idioten ist zwar nicht ganz parlamentarisch, aber angebracht in dem Sinn. So in Ordnung. Gut. War ja in Ordnung. So, jetzt geht es weiter. Die Frau Kollegin Schott hat das Wort, Fraktion DIE LINKE.
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn so viel kriminelle Energie unterwegs ist, und ob das immer Idioten sind, wage ich zu bezweifeln, wie bei dem Fipronil-Skandal, ist niemand sicher davor. Aber es gibt natürlich Strukturen, die solche Kriminalität begünstigen, und es gibt Wirtschaftlichkeitsdruck und Existenzängste und Gewinnvermehrung und all diese Fragen, in denen so etwas gedeihen kann. Wenn aber die GRÜNEN sich hier für ihre Landwirtschaftspolitik loben wollen, und das ist der Inhalt dieser Aktuellen Stunde, werden Sie sicher Verständnis dafür haben, dass ich mich dieser Lobhudelei wenig anschließen kann. Denn es gibt eine Menge offene Baustellen der hessischen Agrarpolitik, und ich möchte ein paar benennen. Wer möchte, dass Hessen weitgehend autark bei der Produktion der Grundnahrungsmittel wird, muss auch dafür Sorge tragen, dass die landwirtschaftlichen Flächen zur Verfügung stehen. Besonders der Umstieg auf artgerechte ökologische Tierhaltung braucht größere Flächen als eine konventionelle Haltung. In Südhessen erleben wir derzeit aber einen starken Flächenverlust für die Landwirtschaft. Aktuell plant z. B. Frankfurt einen neuen Stadtteil von ca. 500 Hektar, und das auf allerbesten Ackerböden. Wenn der Flächenverbrauch so weiterginge, gäbe es nach Berechnungen des Regionalbauernverbandes Starkenburg in 4 Generationen in Südhessen keine landwirtschaftlichen Flächen mehr. Die hessische Landesregierung hat derzeit kein Konzept, diese Flächenverluste zu stoppen. Und nicht für jedes Problem ist die ökologische Landwirtschaft die Antwort. Das Problem kann nur gelöst werden, wenn man begreift, dass Verdichtung und Wachstum der Ballungsräume die eine Seite der Medaille von Landflucht und Verarmung von Dörfern ist. Rentabilitätskriterien, wonach die soziale Infrastruktur in ländlichen Regionen bei geringer Nutzung einfach dicht gemacht wird, wie bei Schulen mit wenig Kindern oder Krankenhäusern, beschleunigt das Problem. Kultus- und Sozialministerium bauen Infrastrukturen ab, während das Umweltministerium um die Entwicklung ländlicher Räume bemüht ist. Eine bessere Abstimmung zwischen den Ministerien wäre bereits ein Fortschritt. Die Entwicklung ländlicher Räume ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Gesundheitsvorsorge, Schulen und Kindergärten müssen erhalten und ausgebaut werden, wie der ÖPNV und die Breitbandanbindung. Da hilft aber auch nicht, im x-ten Jahr darüber zu reden. Man muss es auch machen und nicht genau das Gegenteil davon, wie wir es dieser Jahre erlebt haben. Und wer schließt Schulen im ländlichen Raum und wer schließt Krankenhäuser im ländlichen Raum? Die Wasserrahmenrichtlinie werden nur schleppend umgesetzt. Das liegt zum einen natürlich an Kali und Salz und den fortgesetzten Genehmigungen. Das liegt aber auch an zu hohen Nährstoffeinträgen in Grund- und Fließgewässern durch die Landwirtschaft. Da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen. Sicher hilft hier der Umstieg auf den ökologischen Landbau. Aber der findet halt bisher nur auf 11% der hessischen Flächen statt und nicht auf 50. Also muss die konventionelle Landwirtschaft hier unterstützt werden. Anfang Juni ist die neue Düngeverordnung in Kraft getreten. In den vergangenen 4 Jahren ist es in Hessen nicht gelungen, die Nitratbelastung der Gewässer durch die Landwirtschaft entscheidend zu verringern. Die von den Düngemittelherstellern unabhängige gewässerschutzorientierte Beratung zur Unterstützung der Landwirtinnen und Landwirte kam zu spät und ist aktuell zu schlecht finanziert. Die Hessische Landesregierung muss mehr Geld in die Hand nehmen und die Wasser- und Bodenverbände bei dieser Arbeit stärker fördern. Nur dann können wir hier auch in die Zukunft schauen und sehen, dass sich etwas verbessert. Und sie muss noch mehr Landwirte dazu bringen, auf eine ökologische Landwirtschaft umzusteigen. Der Ökolandbau in Hessen konzentriert sich vor allem auf die Grünlandregionen und nicht auf den düngeintensiven Ackerbau. Auch für den Klimaschutz müssen wir erreichen, dass in Ackerbauregionen verstärkt umgestellt wird. Dieses Verhältnis Grünland-Ackerland ist ein Spiegel der Umstellungsprämien. Da liegt Hessen im Ländervergleich nicht vorn, sondern eher im Mittelfeld. Die Erhöhung der Prämie ist eine der wichtigsten Stellschrauben und eine weitere offene Baustelle der Landesregierung. Es gibt noch viele solcher Baustellen, wie der hohe Wasserverbrauch im Rhein-Main-Gebiet und der Einsatz von Glyphosat, ich hasse dieses Wort, weil ich das Zeug nicht mag. Die GRÜNEN stellen im Bundesgebiet die Mehrheit der Landwirtschaftsministerinnen. Trotzdem ist es ihnen bis dato nicht gelungen, die Bundesregierung auf ein klares Verbot gegen eine Wiederzulassung dieses Biodiversitätsvernichtungsmittels festzulegen.
und das, wo sie doch die Bundesumweltministerin auf ihrer Seite hätte, die hier tatsächlich Stärkung und Unterstützung braucht. Das sind die Dinge, die wir dringend brauchen. Das sind die offenen Baustellen, die angegangen werden müssen. Ich glaube, es ist kein Zeitpunkt, sich zu loben, weil man zufällig – und hier muss man wirklich sagen, zufällig – an einem Skandal vorbeigegangen ist. Nehmen Sie Ihre Arbeit ernst, tun Sie an der Stelle wichtige Dinge. Vielen Dank. Das Wort hat Frau Staatsministerin Priska Hinz. Bitte sehr, Priska. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Immer mehr hessische Bürgerinnen und Bürger legen Wert auf regionale Lebensmittel und auf ökologisch produzierte Lebensmittel. Sie kaufen im Hofladen, auf dem Wochenmarkt, in Bioläden. Aber gerade die Nachfrage nach regionalen und ökologischen Lebensmitteln im Lebensmitteleinzelhandel steigt stark an. Und das vor allen Dingen auch im kaufkräftigen Rhein-Main-Gebiet. Das ist eine große Chance für die hessische Landwirtschaft. Und das zeigt auch, dass es Vertrauen gibt in die hessische Landwirtschaft. Es gibt Vertrauen dahingehend, dass die Kundinnen und Kunden wissen wollen, woher die Produkte stammen. Sie finden es gut, wenn die Transportwege kurz sind. Damit ist die Ware frischer. Außerdem ist das gut für den Klimaschutz. Sie können die landwirtschaftlichen Betriebe besuchen, aus denen die Produkte stammen. Sie können sich davon überzeugen, wie dort produziert wird und wie das Tierwohl gestaltet wird. Sie können dann mit den Bäuerinnen und Bauern reden und erfahren auch etwas über moderne Landwirtschaft. Das ist richtig so, und das unterstützt die Hessische Landesregierung. Und wir unterstützen auch die Umstellung von landwirtschaftlichen Betrieben auf Ökolandbau sehr erfolgreich. 12,5 % der landwirtschaftlichen Flächen sind umgestellt, und die Umstellungsberatung ist weiterhin gefragt. Und wir werden auch weitere Umstellerbetriebe finanzieren können in den nächsten Jahren. Und das ist eine gute Botschaft für alle die Bauern, die sich verändern wollen. Auch die Förderung von 3 Ökomodellregionen ist ein wichtiges Element unseres Ökoaktionsplans. Vielleicht, Herr Lenders, sollten Sie doch einmal sich erkundigen. In den Ökomodellregionen arbeiten die Ökobauern, der Bauernverband, der Handel, die Kommunen zusammen. Sie schließen Bündnisse, um ökologische und regionale Wertschöpfung voranzubringen. Und das finden wir richtig, und das unterstützen wir, meine Damen und Herren. Auch in der Rhön. In der Rhön, in der Wetterau, Gunstlage und in Nordhessen, Werra-Meißner-Kreis und Landkreis Kassel gemeinsam. Und mit der Aktionsgemeinschaft Echt Hessisch gehen wir noch einen Schritt weiter. Die regionalen Wertschöpfungsketten vom Bauernhof über die Verarbeitung bis hin zur Vermarktung, vor allen Dingen auch im Lebensmitteleinzelhandel, da, wo die meisten Menschen einkaufen gehen. Da wollen wir, dass regionale und ökologische Produkte ihre Käuferinnen und Käufer finden. Und wir bringen diese Struktur jetzt in die Marketinggesellschaft Gutes aus Hessen ein und werden dort die Regionalvermarktung für die konventionellen Bauern auch noch einmal stärken. Weil das ist das Pfund, mit dem wir wuchern können in Hessen für unsere Landwirtschaft. Regional und Bio, das ist ein super Team, und das wird von uns gefördert, meine Damen und Herren. Lebensmittelskandale wie jetzt bei Fipronil lassen sich natürlich nie völlig vermeiden. Kriminelle Energie lässt sich leider nicht verbieten. Aber natürlich begünstigen große Strukturen solche Machenschaften. Das ist über die vielen Lebensmittelskandale kann man das durchaus nachverfolgen, warum das so ist. Deswegen sind wir froh um unsere
kleinräumige, noch kleinräumige bäuerliche Landwirtschaft. Deswegen legen wir auch großen Wert darauf, dass wir diese bäuerliche Landwirtschaft in Hessen erhalten. Dahin geht unsere gesamte Anstrengung, meine Damen und Herren. Qualität statt Quantität setzt und dabei das wirtschaftliche Auskommen haben, das ist ja das Wichtige für die Landwirtschaft, das setzt solchen Großstrukturen etwas entgegen. Das ist uns besonders wichtig. Zum wirtschaftlichen Auskommen gehört auch, das sage ich immer und überall, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher auch faire Preise zahlen. Die Bauern müssen auch von ihrer Hände Arbeit leben können. Meine Damen und Herren, die bäuerliche Landwirtschaft, die Ökologie und Tierwohl im Blick hat, wächst in Hessen. Und dazu gehört auch der Lebensraum von bestäubenden Insekten zu erhalten. Herr Lenders, es geht nicht nur um Honigbienen. Es geht um Wildbienen, insgesamt bestäubende Insekten. Und die Hälfte der Wildbienenarten ist vom Aussterben bedroht. Und wir haben bereits 1.073 landwirtschaftliche Betriebe, die über unser Halm, über unser Förderprogramm 1.868 Hektar Blühstreifen und Blühflächen angelegt haben, bereits in den letzten beiden Jahren. Und über die Bienenkampagne, die vom Imkerverband getragen wird, vom Bauernverband, von der Vereinigung Ökologischer Landbau, vom Gartenbauverband, wurden bereits noch einmal über 100 zusätzliche Blühstreifen angelegt. Die Kommunen machen mit. Ich finde, das soll man nicht schlechtreden. Ich bin dafür, dass alle mitmachen und dass sie das hoffentlich auch gemeinsam weiter unterstützen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Meine Damen und Herren, keine weiteren Wortmeldungen mehr. Das war die Aktuelle Stunde Nummer 61.